Einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zum heutigen Marktanalyse Live-Webinar. Mein Name ist Mike Thielen und wir werden wieder einen Blick werfen auf die Märkte. Es geht wieder weiter peu à peu bergauf. Das ist schon mal gut und das werden wir uns gleich natürlich im Detail anschauen. Ich sehe schon, vom Bild und Ton passt alles, also können wir direkt loslegen. Erstmal mit dem Disclaimer, dass alles das, was ich hier sage und zeige, eben nur der Information und Demonstration dient und damit eben kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll. Und jetzt direkt starten und zwar mit dem DAX. Wie sieht's da aus? Der DAX, der hier erfreulich weiter nach oben geht und jetzt schon die 12.300 Punkte geknackt hat. Das sehen wir jetzt hier schon mal in dem kleinen Chartfenster andeutungsweise. Jetzt öffne ich den DAX mal und dann sehen wir den jetzt eben auch im großen Chartfenster hier im Wochenchart. Der DAX, der also hier weiter nach oben zieht. Also erfreulich, die Kursstärke geht weiter. Wir sind hier eben jetzt auch über diverse Trendlinien gelaufen. Jetzt schauen wir noch auf eine sehr spannende Trendlinie im Wochenchart, nämlich wenn wir hier die Hochpunkte miteinander verbinden, wie es denn da aussieht. Und das sieht bisher in dieser Woche auch recht positiv aus. Das ist jetzt hier die rote Linie, die ich eingezeichnet habe. Da sind wir jetzt also auch aktuell zumindest oben drüber. Wir notieren dort und weiterhin also positives Kursbild, was der DAX da eben auch zeigt. Ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt und deswegen ist es eigentlich nur ein kurzes Update, denn es geht weiter in die Richtung 12.500 Punkte. Das ist so der nächste Widerstandsbereich, den der DAX jetzt hier auch noch ansteuern kann. Und dann können wir mal schauen, wie es da dann eben auch an der Stelle weitergeht. Denn auch das gilt natürlich weiterhin, was ich gesagt habe. Der April als börsenfreundlicher Monat ist auf jeden Fall eben auch dieses Mal zunächst wieder positiv. Dann kommt aber auch schon der Mai und der Mai, der eben hier immer wieder in der Vergangenheit auch so einen kleineren Turnaround oder auch einen größeren Turnaround gezeigt hatte. So nach dem Motto, das Börsenmotto, was wir alle kennen, sell in May and go away. Mal schauen, wie es da dieses Jahr aussieht, aber wir nähern uns natürlich dieser Phase. Und in den letzten Jahren war es dann eben immer so gegen Mitte Mai oder auch Anfang Juni, wo wir uns dann eben genau wieder in die andere Richtung bewegt haben. 2017 haben wir es hier gesehen, 2018 da dann eben auch. Da ging dann so der letzte Ast sozusagen nach unten los, den wir gesehen hatten, von 13.200 Punkte dann eben hier in Richtung der 10.270 Punkte, die wir dann schlussendlich in der vorletzten Dezemberwoche 2018 gesehen haben. Und jetzt nähern wir uns also wieder einem solchen Zeitraum. Jetzt sind wir noch im April, noch freundlich und positiv. Auch die Berichtssaison, die sich da gut ansehen lässt bisher bei einigen Unternehmen, die eben positive Zahlen rausgebracht haben. Das also hier erst einmal positiv. Weiterhin also das Statement vom DAX, the trend is your friend. Auch wenn wir hier mal im Tageschart reingehen und uns das anschauen, da sehen wir eben hier eine Reihe von grünen Kerzen in Folge. Eigentlich seitdem wir hier den 10.04. hatten, seitdem gibt es nur grüne Kerzen per se. Nicht immer ein neues höheres Hoch, aber in der Tendenz sehen wir hier eben diesen starken Kursaufstieg, den wir eben seit dem 10.04. doch gesehen haben. Und da war das Tief bei 11.848, jetzt hatten wir heute das Hoch bei 12.351, also in wenigen Handelstagen ging es da 500 Punkte nach oben, von Tief zu Hoch. Das ist also weiterhin erfreulich, der DAX, der sich hier damit eben gut weiter gegen hier Ängste stellt,
was eben auch das Thema angeht, Konjunktursorgen, Rezessionsängste und so weiter. Und da spielt natürlich auch die Rolle, dass wir im Brexit-Thema erst einmal ein wenig Luft haben. Das wurde ja verschoben, erst einmal, man könnte fast sagen, bis auf Weiteres. Und insofern da ein Thema, was Bauchschmerzen bereiten könnte, weniger. Insofern, das ist ein kurzes Update zum DAX. Da gibt es erstmal nicht mehr zu sagen. Solange wir uns hier eben in dieser Aufwärtsbewegung befinden, sieht das positiv aus. Und das Einzige, was man eben jetzt auch noch immer wieder im Blick haben sollte, ist natürlich zum einen die Volatilität, wenn sie eben fällt, beziehungsweise dann auch irgendwann mal wieder steigt, dann hat das Tendenzen, dass wir jetzt auch eine größere Korrektur sehen können. Solange wir aber bei der Vola und das als Indikator, die ATR hier zu Rate gezogen, solange wir hier peu à peu eben uns in diesem Bereich befinden, in dem Fall aktuell 107 Punkte, das ist sozusagen der neue Jahrestiefstand, dann geht das häufig einher mit steigenden Kursen, so wie wir es eben jetzt auch gesehen haben. Und wo wir eben jetzt drauf achten können, ist der MACD ganz klar, denn wenn sich hier Divergenzen ausbilden sollten im MACD, dann sind das natürlich klare Warnzeichen. Also wenn der Kurs höhere Hochs macht, aber der MACD zum Beispiel mit den beiden Linien rot und blau, die wir hier unten im Indikator sehen, das nicht mehr mitmacht, dann sind das Warnsignale. Aktuell bleiben die aus. Insofern auch da die Ampel erst einmal auf grün weiterhin. Das ist ein kurzes Update zum DAX. Schauen wir mal auf den Dow Jones, der hier sich auch immer wieder weiter nach oben bewegt. Auch hier sehen wir ein Bild, das geprägt ist von einer sehr niedrigen Volatilität. Wenn wir uns das da anschauen, sind wir jetzt auf Kurs, dass wir hier 2017er Niveaus wieder annehmen, was Volatilitätsverhältnisse angeht. Also ziemlich niedrig und das befeuert dann natürlich auch an der Stelle die steigenden Kurse. Was der Dow noch nicht gemacht hat, ist neues Allzeithoch. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wir hatten hier oben am 2.10. das Hoch bei 26.948, so ist es korrekt. Und da sind wir noch drunter, 26.640, der aktuelle Punktestand, aber genau dem nähern wir uns dann eben an. Und das ist sozusagen der Vertreter, der eben da noch fehlt, wenn wir uns die drei anschauen, Dow Jones, Nasdaq 100, der hier eben auch weiter seine Stärke symbolisiert, jetzt auch mit neuen Hochs, gestern einen starken Tag erwischt auch und der da dann eben gestern und heute neue Allzeithochs, neue Rekorde feiern konnte. Das also positiv beim Nasdaq und hier also der am positivsten hervorzuheben ist. Jetzt schauen wir uns noch den S&P 500 kurz an. Den muss ich nur kurz in der Kursliste finden. Und dann sehen wir, dass eben der Vertreter der S&P 500 hier auch an der Schwelle steht, neue Hochs zu machen, neue Rekorde zu fabrizieren. 2.939 Punkte gilt es zu schlagen. Wir waren gestern bei 2.937 und heute eben auch. Und da fehlen also nur ein paar Punkte und dann haben wir da auch ein neues Rekordniveau erreicht, auch im Marktbreitenindex der 500 Standardwerte, so nenne ich das mal hier. Aber wenn wir davon sprechen, Divergenzen auszubilden, dann müssen wir hierbei ganz klar auf den MACD schauen, denn anders als im DAX sehen wir jetzt hier Tendenzen dazu, dass wir Divergenzen sehen können, wenn wir uns mal die Hochs im Februar und März anschauen, vor allen Dingen im Februar, dann waren wir
im MACD auf höheren Niveaus, als dass wir das jetzt hier sind. Und insofern sollten wir die Lage da beobachten, wenn kein Schwung, keine Dynamik reinkommt in einen möglichen Durchbruch auf neue Hochs, dann haben wir hier also genau die Situation, vor der ich vorhin gewarnt habe, sollte sie im DAX mal aufkommen. Nämlich, dass wir hier Divergenzen ausbilden zwischen Kurs und Indikator. Und das sind zumindest Warnzeichen, wenn wir dann ein Verkaufssignal erleben, sei es ein Candlestick-Muster, sei es eine Kursformation, dann haben wir hier also auch eben das weitere Warnzeichen neben diesen Divergenzen. Und genau darauf gilt es dann eben zu achten, wie es hier in den USA weitergeht. Schaffen wir einen dynamischen Ausbruch, dann dürften sich die Divergenzen hier erledigen und der MACD zieht dann auch weiter an mit Dynamik. Aber sollte das ausbleiben, heißt es hier auf der Hut sein und nicht zu euphorisch werden. Und die Frage, die reinkam, das Thema Sell in May, gilt das auch bei den Amerikanern? Auch da ist es immer wieder aufgetreten, dass wir eben hier im Mai oder Juni einen Rücksetzer erleben, mal stärker, mal weniger stark. Aber auch hier heißt es, der April ist sogar beim S&P 500 der stärkste Monat des Jahres. Insofern haben wir jetzt noch ein paar Tage im April und das gilt dann eben nochmal zu überprüfen, wenn wir auch im Mai sind, beziehungsweise auch mal entsprechende Kursrücksetzer erleben. Aber auch hier gilt erst einmal, the trend is your friend, und wie es so schön heißt, den Trend auszunutzen, solange er eben auch da ist. Das kurz zu den Indizes. Jetzt schauen wir auf ein Spezialthema, was in der jetzigen Zeit, wo wir ja auch immer wieder eine positive Börsenphase haben, auch uns anschauen können, gerade was Einzelaktien angeht, nämlich Trendfolgesignale habe ich heute mal für euch mitgebracht. Und da schauen wir uns mal zwei, drei an, die es dann eben auch zu beachten gilt. Vor allen Dingen, wenn man einfach mal auch die erste Ausbruchsbewegung, so nenne ich das mal, verpasst hat, wenn man nicht dabei war, wenn irgendwas Spannendes bei der Aktie passiert ist und wenn dann eben sich eine zweite Chance ergibt, dass man eben dann möglicherweise an Ort und Stelle ist, um dem Ganzen eben auch, wie es hier so schön steht, zu folgen. Dazu dann eben jetzt hier auch nochmal der Trading Desk. Und das Gute ist, mit der Radarfunktion ist da schon Abhilfe geschaffen, solche Geschichten sich anzuschauen. Schauen wir zunächst einmal natürlich hier das sozusagen Erstsignal, was man beobachten kann immer mal wieder und was dann auch mal verpasst wird. Das ist das neue 52-Wochen-Hoch und wenn es dann tatsächlich auch eben eine Breakout-Situation darstellt. Also Beispiel Bechtle hier an der Stelle, da sind wir jetzt noch nicht dabei, das zu verpassen, sondern hier läuft der Ausbruch sozusagen. Das wäre eben ein Breakout. Das ist auch eine Aktie, die wir auf der Breakout-Watchliste haben seit Wochen. Und wo es jetzt dann eben konkret wird, wo es spannend wird, ob das der Breakout ist. Aber was ich da eben meine, ist nicht der erste Breakout, sondern wenn man den tatsächlich verpasst, die Bechtle läuft weiter nach oben und dann ergibt sich eine Konsolidierung, eine Korrektur, die in welcher Gestalt auch immer stattfindet und dann möglicherweise eine zweite Chance sich auftut. Genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wie gesagt, zwei, drei Signale schauen wir uns an. Das erste ist, wenn wir hier also auf Radar gehen und dann die Radarbox-Signale hier auf das Dropdown-Menü, wo das 52-Wochen-Hoch voreingestellt ist, klicken, nach ganz oben gehen fast und dann Riverland Long. Das ist also ein Signal. Riverland ist ein Trader, der aus Amerika kommt, der Kollege hat eben eine gute Performance hingelegt zur Zeit, als er dann eben sehr, sehr aktiv war und hat sich dann eben auch das ein oder andere Signal für sich selbst zurechtgelegt. Hier in dem Falle heißt es dann Riverland Long oder Riverland Short. Das Interessante dabei ist also,
Wir können das sowohl für die Long-Variante nehmen als auch für die Short-Variante, wenn wir uns hier im Abwärtstrend bewegen würden. Aber jetzt schauen wir natürlich auf die Aktien, die eine gewisse Stärke aufgezeigt haben und die dann eben auch möglicherweise dann weiter nach oben gehen nach einer Korrektur. Schauen wir mal auf geeignete Kandidaten, die ich euch hier jetzt mitbringen möchte. Was heißt denn Riverland? Ich schaue mir mal hier ein paar Charts an, wo man das ganz gut beobachten kann. Ich denke, wir können direkt die CompuGroup auch nehmen. Denn wie ist Riverland denn so von der Definition? Von der Definition ist, wir haben eine Aufwärtsbewegung. Im Idealfall eben irgendeinen Aufwärtstrend, groß oder klein. Wir haben eine Aufwärtsbewegung. Wenn wir jetzt hier im Tageschart sind und dann kommt eine Gegentrendbewegung, die sich darstellt. Also wir sind erst nach oben gelaufen und dann diese Gegentrendbewegung, die eben nach unten erst einmal zeigt und die dann per Definition 3 sogenannte Down Days mindestens drin haben muss. Ein Down Day ist dadurch definiert, dass wir in den Tagen davor immer wieder entsprechende tiefere Tiefs haben. Also wenn wir uns hier das höchste Hoch jetzt in den letzten Tagen anschauen, das, was wir jetzt hier gesehen haben am 15.04., da haben wir ein Hoch gemacht, danach die Folgekerze ist im Tief her unter das Vortagestief gerutscht. Das wäre also schon mal der erste Down Day. Der zweite Down Day ist dann eben auch da, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief haben wir hier. Das wäre der zweite Down Day. Dann sogar der dritte Down Day am 18.04., auch hier wieder tieferes Hoch und tieferes Tief. Und danach sogar noch der vierte Down Day, der sich eben am gestrigen Tage etabliert hat. Also insgesamt sogar nicht nur drei, sondern vier Down Days bei der CompuGroup. Und das Signal tritt dann auf am Folgetag, wenn das Hoch des letzten Down Days überschritten wird. Und das haben wir eben heute erlebt. Das war sozusagen dieses, ja, Trendfolge-Swing-Trading-Signal, was Riverland sich da so zurechtgelegt hat. Hier an der CompuGroup ganz gut zu beobachten. Also wäre es nicht verwunderlich, sollte die Aktie hier auch nochmal neue Hochs auch machen in den kommenden Tagen. Das hier ganz interessant an der Stelle. Übrigens kann es auch immer wieder vorkommen, auch hier mal schauen, ob wir ein Beispiel sehen, dass wir nicht unbedingt die Down Days direkt hintereinander haben, sondern auch mal eine entsprechende Phase haben, wo wir auch mal keinen Down Day sehen. Also hier zum Beispiel die Medigene. Hier haben wir es ja auch gesehen, das Hoch, was wir jetzt da eben, das dürfte der fünfte, vierte gewesen sein. Von da an ging es runter. Erster Down Day, zweiter Down Day, der stattgefunden hat, dritter Down Day. Und dann die Kerze danach ist einfach nur eine Kerze, die keinen Down Day darstellt, denn das Vortagestief wurde nicht unterschritten. Und das ist dann eben kein Down Day, da zählt man dann nicht, dann hat man drei und erst am Folgetag, die Folgekerze markiert natürlich wieder einen Down Day. Und dann gibt es gewisse Signale, die auftreten, die man dann beobachten sollte. Am besten ist eben nicht genauso, wie es hier bei der Medigene passiert ist, dass wir hier nach einigen Tagen erst dieses Hoch des letzten Down Days überschreiten, sondern dass wir entsprechend diesen Down Day direkt am Folgetag überschreiten. Das ist ein wirklich starkes Signal. Das, was wir jetzt hier bei der Medigene gesehen haben, eher schwach, was sich dann eben auch tatsächlich wiedergespiegelt hat. Also da unbedingt auch darauf achten, dass wir hier auch entsprechend uns da nicht fehlplatzieren sozusagen.
Wofür steht der Stern, ist da auch die Frage. Der Stern steht eigentlich dafür für Signale, die bis dato doch recht gut funktioniert haben. Beispiel Airbus. Hier sieht man dann, Abstand vom Signal sind schon 4%. Also die Aktie hat seitdem, seit Auftreten des Signals 4% zugelegt. Und das ist natürlich sehr positiv, was dann da an der Stelle passiert ist. Und hier also die Airbus, wo wir auch ein solches Signal erlebt haben. Schauen wir da nochmal drauf. Hier das Hoch. Dann der erste Down Day. Der zweite Down Day. Dann kein Down Day. Auch kein Down Day. Hier auch nicht. Und dann hier erst wieder der Down Day. Und dann eben an diesem Tag danach das Signal. Und dann ging es eben da nach oben, drei grüne Kerzen, die recht groß sind und dann eben auch noch ein höheres Hoch, das als das, wo eben das Riverland-Signal sozusagen ganz am Anfang stand. Also das eine Geschichte, die man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn man eben erste Ausbrüche verpasst hat und wenn es dann eben zu einer sogenannten Gegentrendbewegung kommt. Zweites Signal noch in aller Kürze, Slingshots. Auch hier wieder eine Long- und eine Short-Variante. Bei Riverland ist Short eben genau umgekehrt. Da hat man keine Down, sondern Up-Days und man hat einen vorherrschenden Abwärtstrend. Jetzt die Slingshot-Variante Long. Das ist nicht von Mark Riverland, sondern von Jeff Cooper. Auch das ein Profi-Trader aus den USA. Hat auch ein eigenes Buch geschrieben, das eben auch eine Zeit lang ausverkauft war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so wieder aktuelle Versionen davon gibt. Auf jeden Fall durchaus lesenswert, wer sich da eben auch noch so durch Bücherlesen weiterbilden möchte, ist das natürlich auch eine interessante Geschichte. Hit-and-Run-Strategien heißt das auf Deutsch. Und Slingshots, auch hier schauen wir mal, gibt es hier interessante Aktien, die sowas ausgebildet haben. Schauen wir mal auf die Extron, ob es da was gegeben hat, beziehungsweise gab. Hier sehen wir das Signal am 12.04. bei der Extron. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wo war der 12.04.? Das war hier der Fall. An der Stelle, jetzt da, wo der blaue Kreis auch ist. Das ist erstmal visuell der Slingshot und was heißt das eben auch übersetzt? Was passiert denn da überhaupt? Da passiert, dass wir an der Stelle ein 2-Monats-Hoch machen. Also noch nicht an dem blauen, sondern da ist das Signal, sondern vorher schon. Ein 2-Monats-Hoch machen, das war die Kerze, die wir hier, ich zoome da mal rein, sehen, die so ein Doji ausgebildet hat, also das hier. Auch nochmal kurz eingerahmt, damit da keine Missverständnisse auftreten. Diese Kerze hier, wo Eröffnungs- und Schlusskurs an einer Stelle sind, aber wir nach oben gezogen sind. Das hat ein neues 2-Monats-Hoch dargestellt, was Handelstage angeht. Also jetzt nicht immer 30 Tage rechnen, sondern eben tatsächlich auch Handelstage. Dann passiert am zweiten Tag Folgendes. Die Aktie fällt unter das Tief des Vortages, wo wir ein neues 2-Monats-Hoch gemacht haben. Und am dritten Tag aber wieder direkt der Richtungswechsel. Und wir gehen dynamisch nach oben und das Hoch des ersten Tages sozusagen wird überschritten. Auch ein besonders starkes Signal. Hier bei der Extron sehen wir das. Starke grüne Kerze, die sich da an dem Tag entwickelt hat, an dem dritten Tag. Wenn das Hoch des Tag 1 an Tag 3 überschritten wird, also das Signal. Und seitdem ging es dann eben auch deutlich nach oben. Aktuell noch
+7% nach diesem Signal. Und also auch hier, wenn man so den ersten Ausbruch beispielsweise verpasst hat, hier ein neues 2-Monats-Hoch, wenn es dann eben erstmal nach unten geht und danach doch wieder Stärke gezeigt wird. Sowas ist sicherlich auch interessant, wenn es zu Quartalszahlen kommt. Also wenn hier Unternehmen dann tatsächlich berichten über das abgelaufene Quartal oder das abgelaufene Jahr, wo ja dann auch immer mal wieder Kursbewegung reinkommt und wo man sich vielleicht am Anfang noch nicht so ganz sicher ist, geht es nach oben, geht es nach unten. Und dann, wenn so etwas passiert, dürfte das sehr interessant werden für einen Trade an der Stelle. Und hier gibt es ja einige Beispiele in den letzten 20 Tagen, einige, die auch recht gut funktioniert haben. Wenn wir uns Mensch und Maschine anschauen, hier sieht es aus, 10% Kursperformance seit diesem Signal. Und das dürfte dann eben hier der 11.4. gewesen sein. Schauen wir uns den 11.4. an. Das war hier an der Stelle, wo das Signal aufgetreten ist, vorher schon hier am 9.4. ein neues Hoch leicht, dann ein tieferes Tief am Folgetag und dann ging es nach oben. Also auch sehr spannend, Slingshots in der Long- oder auch in der Short-Variante. Da jetzt mal zwei mitgebracht. Wir können uns in den nächsten Wochen gerne auch, wenn da Bedarf besteht, auch das ein oder andere Trading-Signal noch anschauen, was hier auch noch interessant wird. Und dann haben wir also noch einiges vor. Aber gehen wir jetzt erstmal weiter und schauen uns die nächste Rubrik an für heute, nämlich die Zukunftstrends und die neuen Hochs. Und danach schauen wir natürlich noch, was geht denn ab, welche Aktien sind denn da im Fokus aktuell und wie kam das denn überhaupt zustande. Jetzt erstmal kurz den Scan starten, das heißt, ich gehe dann auf die Scan-Funktion und auf Anlagetrends mit einem neuen 52-Wochen-Hoch am heutigen Tage und gleichzeitig auch noch die 52-Wochen-Hochs am deutschen Markt. Schauen wir mal, was denn da rauskommt, was zustande kommt. Und das wird dann auch wieder interessant, welche Trends da gemeinsam nach oben gehen. In Deutschland reichlich Aktien mit neuen Hochs, 13 an der Zahl, die 52-Wochen-Hochs gemacht haben. Und gleich, wenn die Liste dann auch fertig geladen hat mit den Anlagetrends, dann sehen wir nämlich über 90, die da dann eben auch eine solche Geschichte gemacht haben. So, da hat die Liste jetzt auch einiges ausgespuckt. Das schauen wir uns dann jetzt doch einfach mal an. Hier also links und rechts, links die Anlagetrends, rechts die Liste mit den deutschen Aktien mit einem neuen 52 Wochen hoch. Und wenn wir hier mal erstmal auf die linke Liste schauen und schauen, welche Trends denn da wieder eben in die gleiche Richtung zeigen, dann finden wir doch auch wieder ein paar, die da auch zusammen sozusagen aus der gleichen Branche, aus dem gleichen Sektor, aus dem gleichen Anlagetrend nach oben gehen. Und wenn wir hier mal drauf schauen, da gibt es dann doch einiges. Restaurant und Lieferdienste hatten wir letzte Woche auch schon mal gesehen. Da gibt es hier die Takeaway.com aus den Niederlanden. Neues 52-Wochen-Hoch. Der Ausbruch ist da schon über die 70-Euro-Marke geglückt. Dann
McDonald's hatten wir auf der Breakout-Watchliste und der Breakout ist dann eben gelungen über das November-Hoch, über 191 Dollar knapp, hat es dann eben jetzt hier auch den Schwung nach oben gegeben. Mittlerweile schon 197 Dollar bei der McDonald's. Und das eben hier ein Trend, da gibt es auch noch einige weitere Aktien, sei es zum Beispiel Chipotle, die da auch in einem entsprechenden Trend sind, oder auch zum Beispiel Yum Brands, die da auch immer wieder neue Hochs gemacht haben, jetzt möglicherweise nicht genau am heutigen Tag. Dann sehen wir einige Unternehmen auch aus dem natürlich, aus dem Technologiebereich, Service Software, wo es sehr spannend wird. Auch wieder eine Aktie, die wir auf der Breakout-Watch-Liste haben oder hatten. Adobe Systems. Adobe also hier auch weiter mit Kursstärke gestern und heute und da dann eben geglückt. Bis auf Weiteres, zumindest der Breakout hier auf neue Hochs bei der Adobe. Und das also der Ausbruch über die 277,60 Dollar. Da sind wir jetzt wieder genau dran. Also spannende Ausbruchssituation hier auch. Dann haben wir hier sowas wie Paycom, die hier auch immer wieder leicht höhere Hochs macht, dann wieder kurz konsolidiert. Also das wird dann auch, aber auch auf der anderen Seite spannend sein. Kann die Aktie hier auch ihre Hochs verteidigen oder sehen wir hier möglicherweise sowas wie eine Keilformation an der Stelle? Das wäre natürlich eher schlecht, denn das wäre eine Umkehrformation. Aber insgesamt Service-Software-Anbieter, die hier doch entsprechend nach oben gehen. Paychex, der nächste Wert, der gestern und heute eben auf neue 52-Wochen-Hochs gelaufen ist. Und da gab es ja schon vor einiger Zeit den Durchbruch über die Oktober-Hochs. Und das war nämlich schon hier im, war es noch der Januar oder war es schon der Februar? Es war der Februar, wo es dann stattgefunden hat. Und hier einige weitere, wenn ich die mal kurz markiere, dann sehen wir hier auch noch viele, viele weitere. Viva Systems hatten wir uns ja auch schon mal angeschaut. Hier jetzt so ein kleinerer Durchbruch nach oben, nachdem wir hier konsolidiert sind. Und wenn wir uns das anschauen, dann sieht das auch so aus wie ein Riverland und dann eben sogar mit einem Morningstar. Also Service Software auch. Hier wieder stark und auch natürlich viele weitere aus dem Technologiebereich. Da können wir natürlich nicht auf alle eingehen, aber interessanterweise und natürlich auch logischerweise, wenn der Nasdaq hier an Allzeithochs notiert, dass wir auch aus dem Bereich viele Aktien sehen und erleben, auch Halbleiter beispielsweise, die hier ganz klar die Oberhand haben, Ausbrüche auf neue 52-Wochen-Hochs erleben. Lattice Semiconductor, KLA Tencor beispielsweise oder auch Xilinx, die hier auch neue Hochs machen. Xilinx da sogar noch sehr viel deutlicher. Sogar Texas Instruments mit 52-Wochen-Hochs. Und wenn man sich die dann anschaut, dann sind wir bei knapp über 120 Dollar mit auch einer Breakout-Situation, die dann stattfinden könnte. Also 4 Dollar noch von weg. Es wird mir hier angezeigt, dass die Audioverbindung unterbrochen wurde. Kann man mich noch hören?
Hallo, Test. 1, 2, 3. Kann man mich hören? Jetzt sollte ich wieder da sein. Es gab kurzzeitig Audioprobleme. Hört ihr mich? Jawohl. Sehr gut. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Also ich bin zu hören und dann können wir uns auch auf die linke Seite, auf die rechte Seite konzentrieren, nämlich die deutschen Aktien, die neue Hochs gemacht haben. Und allen voran sticht da natürlich heraus, wenn wir uns das auch gerade, was die heutige Performance angeht, dann haben wir hier die SAP, die wir beobachten müssen. SAP, die hier erst einmal, wenn man sich das bis zu einem gewissen Punkt durchgelesen hat, nicht so wahnsinnig toll aussah, SAP mit Verlust, aber die Aktie hat dann ihre Prognose erhöht oder das Unternehmen hat ihre Prognose erhöht, besser gesagt, und ja, Breakout. So schnell kann es gehen. Die SAP, die hier dann auch über die Hochs vom September geht, 108,50 Euro ungefähr. Und da ging es jetzt einfach spielend leicht oben drüber mit der Prognoseerhöhung. Und das befeuert da natürlich 12%. Damit ist die Konsolidierung hinfällig. Die ist jetzt natürlich auch komplett beendet. Natürlich, wenn wir 52 Wochen Hochs machen, dann ist das Ganze hier eben so, dass wir uns jetzt wieder den langfristigen Aufwärtstrend widmen. Also hier auch ganz spannend die Situation bei der SAP, die hier sich dann auch über eine solche Umkehr, so eine kleine Tasse mit Henkelformation dann eben nach dort oben entwickelt und dass das dann eben so schnell geht, umso interessanter, aber natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so positiv, wenn man dann eben da nicht dabei sein konnte. Aber wir haben ja gerade auch das ein oder andere Signal gesehen, was man dann möglicherweise nutzen kann, wenn es eine Gegentrendbewegung gibt. Was noch spannend in Deutschland, die Bechtle haben wir ja vorhin schon gesehen, die hier neue Hochs macht. Hier jetzt Breakout-Situation, das ist sehr heiß da gerade, kann die Aktie das tatsächlich so vollziehen und geht die Kursstärke auch dort weiter oder sehen wir hier an der Stelle an den alten Hochs erst einmal noch eine korrektive Bewegung in den nächsten Tagen. Das wird also hier spannend sein zu beobachten. Dann CTS Eventim haben wir ja auch darüber gesprochen in den letzten Wochen immer mal wieder, dass hier natürlich auch vor allen Dingen dieser lukrative Vertrag mit dem Bund sozusagen, was die Maut angeht, auch beflügelt. Und das drückt sich ja auch im Kurs aus und jetzt vor allen Dingen dann eben auch seit letzter Woche mit neuen 52 Wochen Hochs, damit, dass hier die Juni Hochs überwunden werden können. Dazu natürlich auch jetzt wieder die Zeit, die dann auch genutzt wird für Konzerte oder auch für Open-Air-Konzerte, die jetzt immer mal wieder kommen. Festivals, die jetzt starten im Mai, Juni und in den Sommermonaten. Also hier Eventim natürlich einer der Profiteure, wenn das Wetter auch natürlich gut ist. Also Bechtle, Eventim, Nemetschek, ebenso Breakout-Situationen, das sind eben die starken Aktien am deutschen Markt. Der DAX, der noch weit entfernt ist von seinen Rekordhochs, von seinen Allzeithochs, aber hier einige Aktien, die eben genau das jetzt verkörpern, neue 52-Wochen-Hochs. Und das sind natürlich auch Aktien, auf die man achten sollte, die also hier schon viel früher als der Gesamtmarkt, wie es so schön heißt, neue Hochs machen und damit dann eben in ganz anderen Sphären noch unterwegs sind. Und dazu gehört auch eine Amadeus Fire, die hier den Durchbruch über die 105 schon geschafft hat und dann jetzt auch spielend leicht nochmal die nächsten 10 Euro in Angriff genommen hat danach. Dialog Semiconductor, hier interessante Geschichte.
Wenn wir uns mal die Kerze dort anschauen am heutigen Tage, die Dialog, die wir auch beobachtet haben, auch als es hier dann eben dazu kam, dass wir die Februar 2018 Hochs überschritten haben, dass also hier auch positiv, unter anderem natürlich dieser Deal mit Apple, hat da entsprechend gut gewirkt. Eine positiv aufgenommene Lizenzvereinbarung von den Marktteilnehmern. Deutz, neue 52 Wochenhochs, neuer Ausbruch über verschiedenste Hochs und daneben hier auch das, was wir vor ungefähr einem Jahr gesehen haben, 8,76 €. Da ging es heute schon mal drüber, da waren wir bei 8,89, jetzt sind wir bei 8,55. Also hier eine auch spannende Breakout-Situation. Hier hat sich im Vorfeld auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation invers ereignet und dann ging es eben auch deutlich nach oben. Hannover Rück, der Rückversicherungsmarkt, der in den letzten Wochen eh stark, wenn man da auch die Allianz und die Münchner Rück sich anschaut, auch das Aktien mit Kursstärke, die Hannover Rück ist da genau in der gleichen Liga, wenn man sich das so anschauen möchte. Symrise, neues 52 Wochen hoch, Breakout, hier ja auch schon vor einiger Zeit vollzogen, dann wieder der Rücksetzer und jetzt hat man sich an dem Breakout-Niveau erst stabilisiert und dann kommt jetzt der nächste Versuch, neue Hochs auch zu machen und zu vollziehen und das sieht bisher sehr gut aus. Die Adidas, der nächste Vertreter aus dem DAX, wir hatten ja schon die SAP und sehen gleich noch die Münchner Rück. Hier auch leicht neues Hoch gemacht. Der Ausbruch hat schon stattgefunden und hier ist es ja dann eben auch so bei der Adidas. The trend is your friend und da ist es ja eben auch nicht nur die Adidas, was auch positiv hervorzuheben ist, sondern das ist ja eigentlich auch die gesamte Branche, wenn man sich auch eine Puma, eine Nike und so weiter anschaut, die kleben da auch an Hochs und das macht das Ganze dann eben auch attraktiver, als wenn nur ein einzelner Wert aus einer Branche nach oben geht, sondern wenn die Branche gleichzeitig dann eben auch hier Kursstärke entwickeln kann. Und so ist dann eben auch bei der Adidas der Breakout, der da ja geglückt ist. Hamburger Hafen, auch eine Aktie, die hier ja auch gebeutelt wurde im vergangenen Jahr, 2017 noch hoch bei 28 € und dann ging es eben hinunter bis auf unter 17 € und hier versucht man sich jetzt eben auch zu stabilisieren und eine Bodenbildung zu vollziehen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir die letzte Woche dann eben auch besprochen, als wir das Spezialthema Bodenbildung hatten. Hamburger Hafen hier so etwas wie ein Dreifachboden, der sich da jetzt ereignet hat, um die ja, 17 €, 16,70 €, 16,77 € dort an der Stelle also. Und jetzt fehlt noch der nachhaltige Ausbruch über diese Widerstandslinie, die ich da jetzt gerade eingezeichnet habe. Aber nichtsdestotrotz sind das 52 Wochenhochs, also der höchste Kursstand im Vergleich der letzten 52 Wochen. Airbus zieht da auch weiter einsam die Kreise. Aber hier eben auch schon vor einiger Zeit der Ausbruch über die 110, 111 € und dann jetzt auch wieder neue 52 Wochenhochs. Und die Münchner Rück als 13. Vertreter in der Kursliste und dann eben auch der dritte Vertreter aus dem DAX. Heute neues Hoch gemacht, aber jetzt wieder auch zurückgekommen. Nichtsdestotrotz spricht der Chart ja auch dafür sich. Da gab es ja erst den kleinen, dann den großen Breakout. Erst der kleine über 200 € und dann hier der größere über die 208 € ungefähr, wo es dann hier rüber ging. Jetzt sind wir bei 221. Das also die
neuen Hochs, die neuen 52-Wochen-Hochs, sowohl was die Trends angeht, als auch was die entsprechenden Aktien am deutschen Markt angeht. Jetzt bevor wir auf die Kurslisten schauen, vielleicht noch der Blick auf ein paar Aktien, die ja gestern, heute auch im Fokus standen. Die SAP haben wir ja schon gesehen. Wir sollten auch nochmal einen Blick riskieren auf die Wirecard, die hier positiv und negativ mal wieder aufgefallen ist. Hier gab es wieder News, die sind 8% im Plus. Gestern Abend kam die News raus, dass Softbank einsteigen möchte, einen 5% Anteil erwerben will an Wirecard, und das beflügelt da eben auch. Die Aktie war sogar über 15% im Plus, und hier die Aktie natürlich spannend aus vielerlei Hinsicht. Erstmal war es so, dass wir das Leerverkaufsverbot hatten der BaFin. Die BaFin hat das eben für 2 Monate festgelegt, und das Verbot ist ausgelaufen am 22. Also seit gestern kann man wieder Leerverkäufe machen bei der Wirecard. Und was dann eben passiert ist, ist, dass die Aktie erstmal deutlich nach unten gegangen ist im Laufe des Handelstages, sich aber auch tatsächlich stark stabilisieren konnte und sogar im Plus geschlossen hat, auch durchaus am Ende des Handelstages mit dieser News, dass die Softbank einsteigen möchte. Und das hat eben auch heute noch weiter beflügelt. Und dann kam jetzt wieder, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es nachbörslich war oder noch während der Xetra-Handelszeit. Auf jeden Fall gab es mal wieder einen neuen Wirecard-Bericht von der Financial Times, die dann hier angeblich mal wieder irgendwelche Dokumente vorliegen hat und da dann sagt, dass die Gewinne des Unternehmens nur auf 3 Partner zurückzuführen sind, wurde von der Wirecard mal wieder entsprechend widerlegt oder zumindest bestritten. Sagen wir es mal so, widerlegt ist es ja nicht. Aber interessanterweise gab es ja auch schon die Stimmen, dass davor ein Financial Times Artikel mit gefälschten Dokumenten auch publiziert worden ist. Und dazu passt dann eben auch, dass die BaFin da dann eben auch Anklage erhoben hat gegen die Financial Times und einem Redakteur auf Marktmanipulation. Und das ist zumindest für die BaFin erwiesen wäre, dass hier also entsprechend mit illegalen Mitteln versucht wurde, den Kurs nach unten zu treiben. Nichtsdestotrotz wird das natürlich weiterhin das beherrschende Thema sein. Also wer hier in der Aktie investiert ist oder eine Trading-Position hat, der muss natürlich mit solchen Kursausschlägen auch immer wieder rechnen, dass wir hier auch mal 5%, mal 10% nach oben oder nach unten laufen. Das Ganze bleibt also volatil. Und wenn man sich so das Volumen anschaut, es haben sich eben auch hier gerade in der Zeit, als wir hier unterwegs waren im Februar, als die ersten Financial Times Berichte rauskamen, auch erstmal viele große Investoren, auch Fondshäuser beispielsweise, verabschiedet. Und erst wenn wir auch wieder stark anziehendes Volumen haben, wenn es aufwärts geht, dann deutet das auch auf eine Entspannung hin. Schauen wir mal, ob das in den nächsten Tagen auch so sein wird oder eben nicht. Das wird dann eben spannend sein. Also dass hier die Wirecard weiterhin im Fokus, positiv wie negativ. Und ich glaube, morgen kommen sogar Zahlen raus, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern bleibt das Ganze spannend. Dann gestern eine Aktie, die überzeugt hat mit Zahlen, ist die Twitter. Die Twitter sieht hier jetzt auch so aus, dass die Bodenbildung abgeschlossen ist. Also die ist ja hier in diesem Zustand seit August letzten Jahres, wo wir hier eine mehr oder weniger Seitwärtsphase ausgemacht haben, wo es dann eben hier zwischen
sind das 36, 37 Dollar und eben hier unten die 27, nee, 26 Dollar ausgebildet haben. Und da ist die Aktie gestern drüber ausgebrochen, war, glaube ich, 15, 16% im Plus und hat damit diese Phase jetzt erstmal überwunden. Was ist passiert? Hier natürlich auch News, Quartalsbericht und da hat man die Markterwartung hier pulverisiert, muss man sagen. Man hat ein Nutzerwachstum, was täglich aktive Nutzer angeht, auch hinbekommen. Man ist um 9 Millionen gewachsen. Die Konsensschätzungen waren bei minus 4 Millionen. Also hier deutliche Outperformance. Und auch was das Umsatzwachstum angeht, da ist man auch stärker gewesen als vom Markt prognostiziert und hat dann auch noch einen Gewinn gemacht im letzten Quartal. Also das sah hier ganz gut aus. Man ist hier weiter auf dem Weg, sich zu profitabilisieren. Und das also eine interessante Geschichte bei der Twitter. Und wenn man da dann eben auch, ja, eigentlich zwischen Erwartung des Nutzerwachstums, dass man eigentlich einen Nutzerschwund hat und dem, was passiert ist, 13 Millionen dazwischen hat, das ist natürlich dann eben auch ein Faustpfand, auch ein Schlag ins Gesicht für die Analysten, die da eben geschätzt haben, muss man da dazu sagen. Und insofern schauen wir mal, ob die Aktie es dann eben auch schafft, hier sich vielleicht in der nächsten Zeit auch in Richtung 52 Wochenhochs noch zu machen. Und da sind wir ja auch noch den ein oder anderen Dollar von entfernt. Da waren wir bei knappen 48 Dollar. Aber nach solchen News durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass das jetzt passieren kann. Wenn wir uns den gestrigen Volumensbalken anschauen, der ist dann natürlich extrem positiv, extrem nach oben gegangen. Und hier heißt es, die Twitter natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen eben durchaus auf die Watchliste mal mindestens zu legen. Dann schauen wir noch auf Zahlen von heute. iRobot, der ein oder andere von euch hat da vielleicht einen Haushaltsroboter, einen Staubsauger nämlich von iRobot zu Hause oder vielleicht auch die neue Produktgeneration, was Rasenmäher angeht. Vielleicht auch hier so ein selbstfahrendes Ding da zu Hause rumstehen, aber iRobot heute minus 20%. Die haben hier Zahlen rausgebracht und hier eben leider nicht positiv überrascht, sondern eher negativ und haben eine Gewinnwarnung dabei noch rausgebracht. Das hat hier viele Marktteilnehmer insofern verstimmt. Und jetzt sieht das erstmal so aus bei der iRobot wie eine Umkehrformation. Das sieht aus wie ein M. Also eine Trendumkehr und dann eben nach unten. Hier waren wir bei 132 Dollar im Hoch und hier unten bei, das schauen wir uns direkt mal an, bei 114 Dollar, also ungefähr 18 Dollar, die man dann nach unten prognostizieren könnte, was das Kursziel angeht aufgrund dieser technischen Formation, dann sind wir irgendwo bei 96 Dollar, wo die Reise noch hingehen kann, bevor da möglicherweise auch irgendwo ein Turnaround stattfindet. Also hier ist natürlich wieder das Thema, nicht ins fallende Messer greifen. Gelohnt hat sich das vermutlich für keinen, der das heute gemacht hat. Und das ist eben genau der Punkt, den ich ja immer wieder anspreche. Man braucht klare Signale. Wenn man eben hier einen Kursverlust, der eben auch so immens ist, dann eben auch sich dagegen stellen möchte als Trader. Wenn man einfach nur blind zugreift, dann kann das teuer werden und unnötige Verluste produzieren. Das wird sicherlich der ein oder andere wieder gemacht haben.
Und insofern immer wieder auf klare Signale warten und die bleiben hier aktuell eben auch noch aus. Mal schauen, wo sich das Ganze dann eben auch einpendelt in den nächsten Tagen, ob wir hier dann auch tatsächlich dann nochmal die 96 möglicherweise sogar tiefer sehen. Diese Kursformation deutet das an und dann schauen wir mal, wo sich die Aktie und ob sich die Aktie stabilisieren kann in den nächsten Tagen. Aber aktuell gilt eben das Motto, nicht ins fallende Messer greifen. Das erstmal dazu. Jetzt schauen wir auf die Kurslisten und dann schauen wir noch auf die ein oder andere Breakout-Situation oder auch Formationen, die wir schon gesehen haben. Was fällt auf, beziehungsweise welche Aktien sind da interessant? Wenn wir nach dem Alphabet das Ganze mal sortieren, schauen wir uns die American Express an. Breakout-Situation wird heißer. Hier sehen wir, dass diese erweiterte V-Formation vor dem Abschluss steht, wenn wir eben jetzt neue Hochs machen und dann eben auch die Dezember-Hochs überschreiten. Dann hätten wir hier eine solche Breakout-Situation. Die Visa ist ja schon vorgezogen und vorgeprescht mit neuen Hochs. Die Amex, die fehlt da eben noch. Und schauen wir mal, ob die das da auch schafft. Aber das ist ja auch dieses Mobile Payment, das ist ja auch eine Geschichte, die einen Trend darstellt. Dann so ein paar europäische Werte auch. ASML Holdings wird durchaus möglicherweise spannend. Hier oben bei knappen 190 Euro, da könnte dann eben auch noch so ein Breakout passieren. Also heißt es hier Watchlist und dann eben auch möglicherweise einen Kursalert einfach da einstellen. Wenn es darüber geht, kann das auch was werden. Danone als nächster Wert. Hier wird das auch heiß. Das würde ein Major Breakout werden. Wenn wir denn hier, dazu gehe ich mal in den Wochenchart, dann ist es noch einfacher zu sehen, wenn wir denn nämlich hier an der Stelle über die 72 Euro Marke auch gehen würden, dann hätten wir hier die Hochs aus dem Jahre 2017 war das noch überwunden und bisher hat es die Danone eben nicht geschafft, überhaupt hier nachhaltig über die 70 Euro Marke auszubrechen. Da sind wir 2016 auch schon gescheitert. Da waren wir kurz drüber 2017, aber auch wieder gescheitert. Und jetzt der neue Versuch. Möglicherweise alle guten Dinge sind drei. Das mit einem Fragezeichen und insofern auch ein Watchlist-Kandidat. Was haben wir noch, wenn ich auf meinen Zettel schaue? Dann sehen wir eine ganz runter World Wrestling Entertainment. Letzte Woche ja schon angesprochen, der Breakout, die Oktoberhochs, die geknackt wurden, jetzt auch. Und die Aktie, die dann eben jetzt mit den 100 Dollar kämpft. Also auch hier eine Breakout-Situation, die sich dort etabliert. Unilever. Hier über die 52-Euro-Marke gesprungen und damit eben auch die Oktoberhochs aus dem Jahre 2017 in Angriff nehmend. Könnte hier der Ausbruch auch tatsächlich stattfinden, die Unilever, die damit dann eben auf Mehrjahreshochs dann eben auch zieht. Und wenn man sich dann eben solche Aktien anschaut, ist das ja nicht die einzige. Mit einem Blick nach Amerika werfend sehen wir die United Technologies. Die sich dann auch in Windeseile aufgemacht hat. Die war bei etwas über 100 Dollar im Dezember. Die ist jetzt bei 140 knapp. Und dann eben auch im Begriff, hier möglicherweise einen Breakout-Versuch zu starten.
Wäre also im Bereich von 144 Dollar. Da muss die Aktie also noch hingehen. Aber aktuell kämpft sie noch mit dem vorherigen Widerstandsniveau hier an der Stelle ungefähr bei den 140 Dollar. Konnte man noch nicht nachhaltig drüber gehen. Also spannende Situation auch hier. Ja, und dann auch noch einige weitere, die hier auch durchaus heiß werden könnten, zumindest eine Evertec habe ich ja auch angesprochen. Hier nähert sie sich auch der Marke und hier möglicherweise diesen 30 Dollar nach oben zu enteilen. Was gut funktioniert hat, ich habe es letzte Woche erwähnt, war der Rebound bei Immobilienaktien. Vonovia hatten wir gesehen, die hier so ein hammerähnliches Signal ausgebildet hat, auch mehr oder weniger ein Morningstar, und dann ging es in den letzten 3 Handelstagen auch deutlichst nach oben. Genauso sieht es da aus bei der Deutschen Wohnen, ähnliches Muster, was sich hier abgespielt hat, und dann ging es da nach oben. Also dieses Rebound-Signal, genau das. Dieses Tief hatten wir am letzten Mittwoch, am 17., genau vor einer Woche. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass sich da was ereignen könnte. Genauso ist es dann auch passiert. Dann schauen wir noch auf die, ich hoffe, die finde ich so. Genau, die Dr. Hühnle, die hier eine W-Formation ausgebildet hat. Letzte Woche angesprochen. Da ging es dann auch schnurstracks über die 60. Hier der Ausbruch eben über dieses Zwischenhoch aus dem Februar. Und jetzt kommt der Pullback oder kam der Pullback an der Stelle. Hier kann man jetzt auch gucken, ob sich dann so etwas, was wir gerade gelernt haben, Riverland oder ein anderes Signal ereignet. Also wenn hier 3 Down Days passieren sollten und dann eben im Folgetag ein entsprechendes Signal mit einem höheren Hoch auftritt, dann haben wir hier also auch eine solche Trendfolgesituation, die dann passieren kann. Bis jetzt Pullback an dieser Ausbruchslinie, der stattfindet. Mal schauen, wie sich die Hühnle weiterentwickelt. Habe ich mir noch die König und Bauer kurz aufgeschrieben. Hier auch vollkommen möglich, dass sich eine, so wie bei der Dr. Hönle, eine W-Formation etabliert, aber da steht die Entscheidung eben noch aus. Wir haben hier also dieses Doppeltief von Beginn des Falls bis zu dem Ende des Falls, das hier das Doppeltief, und dann muss jetzt an der Stelle dieses Zwischenhoch überschritten werden. Sollte es dazu kommen, hätten wir eine solche Situation, die dann eben ein solches Doppeltief darstellen würde. Mal gucken, ob das passiert, wäre eben etwas für die Watchlist. Noch was Bodenbildung angeht, das ist ja so ein zweigeteiltes Ding, die Norma, sowohl Bodenbildung als auch was dann Rebound technisch angeht, könnte hier was folgen. Es ist noch nicht an der Zeit, hier eine Art mögliche absteigende Keilgeschichte, und wenn man dann eben nach oben ausbricht, wäre das also eine Trendumkehr.
von dem, was wir da seit den Hochs gesehen haben, die die Aktie bei 70 Euro ausgebildet hat. Mal schauen, ob es dazu kommt oder ob das Ganze sich auch noch transformiert. Eine andere Geschichte wäre eher negativ zu beurteilen. Das wäre nämlich ein symmetrisches Dreieck. Wenn es ein symmetrisches Dreieck wird, dann hätten wir hier nochmal einen Schwung nach unten zu befürchten. Also Wohl und Wehe hängt dann eben an der Formation ab. Wird es ein absteigender Keil, dann ist es eine aufwärts gerichtete Formation. Ist es ein absteigendes Dreieck oder ein symmetrisches Dreieck, so wie wir es hier sehen, dann ist das sehr negativ zu beurteilen. Also spannende Geschichte. Gibt es einen Boden oder gibt es hier den nächsten Schwung nach unten bei der Norma? So, jetzt noch eine Frage nach der Amazon. Hier natürlich auch beflügelt vom Tech-Sektor natürlich auch, der hier stark ist. Die Amazon, die es da eben jetzt auch geschafft hat in den letzten Handelstagen, dieses Zwischenhoch, was wir hier Mitte Oktober gesehen haben, bei 1845 zu überwinden. Damit scheint die Aktie hier auch die Bodenbildung abschließen oder abgeschlossen zu haben und zumindest nochmal den nächsten Versuch unternimmt, wieder in Richtung der Allzeithochs bei 2050 Dollar zu springen. Und die Aktie hat ja immer wieder entsprechende auch größere Korrekturen hinter sich, woraus sie sich dann aber auch immer wieder befreit hat. Ähnliches Bild gab es hier auch 2016, was dann dazu geführt hat, dass die Aktie sich seitdem eben auch nochmal vervierfacht hat, wenn wir hier die Tiefs um die 500 Dollar uns betrachten und hier jetzt auch ein solches Bild, was sich da ähnlich darstellt. Also schauen wir mal, wohin das führt. Auch hier gilt jetzt, dass wir hier die Aufwärtsbewegung haben und solange wir kein Umkehrsignal sehen, ist das hier ein entspannter Aufwärtstrend, den die Aktie jetzt hier seit Ende 2018 ausgebildet hat. Gut wäre es, wenn man dieses Ausbruchsniveau verteidigen kann. Also über die 1845 auch bleibt. Das wäre ein starkes Zeichen. Alternativ sollte man aber nicht unbedingt noch hier noch darunter fallen unter die 1685. Das wäre schon sehr negativ, wenn das passieren würde. Dann noch eine Frage, ob man eigentlich auch die Sendung nochmal sehen kann, wenn man den Anfang verpasst hat. Auch das ist möglich. Schauen Sie einfach vorbei oder schaut einfach vorbei auf unserer YouTube-Seite, die ganz einfach und bequem über sbroker.de erreichbar ist. Zeige ich einfach mal. Also der Weg wäre entweder sbroker.de und dann hier oben rechts auf den YouTube-Button klicken und dann findet man auch die Aufzeichnung von Marktanalyse live, die hier dann eben in einer Playlist ist oder sind und die kann man dann abrufen und in Kürze auch die Spezialthemen, die wir ja besprochen haben seit Anfang des Jahres, auch als herausgeschnittene Elemente, sozusagen herausgeschnittene Videos, damit man sich die auch nochmal, ohne das ganze Webinar sich anzuschauen, nochmal angucken kann.
Ja, und jetzt schauen wir abschließend noch auf die Wirtschaftsdaten, die noch ausstehen. Also, was passiert denn noch? Welche Unternehmensdaten gibt es? Wer will denn hier noch Zahlen präsentieren? Und ja, wozu führt das, werden wir dann natürlich sehen nach solchen Zahlen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Was passiert hier noch oder was ist heute passiert? Wir sehen hier den IFO-Geschäftsklimaindex leicht schwächer als erwartet. Wir sehen, dass ja eigentlich heute nicht so wirklich der Tag der Wirtschaftsdaten war, aber anders sieht es natürlich aus, wenn wir uns die Quartalszahlen anschauen. Die kamen oder kommen. Und am heutigen Tage haben wir schon Caterpillar gesehen, die waren im Minus. Wir haben Domino's Pizza gesehen. Wir haben Microsoft, die hier auch noch Zahlen bringen. Ich glaube, das erst heute Abend nachbörslich. Boeing hat Zahlen gebracht, die mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen haben. Visa, PayPal, also heute eine Reihe von Daten. Auch Tesla kommt, glaube ich, nachbörslich noch raus mit den Zahlen. Und die SAP haben wir ja gesehen. Bei Tesla, das ist ja wieder hier die Aktie, die die ein oder anderen dann eben auch ja, emotional werden lässt. Die eine sind Verfechter, die anderen sind eben auch der Aktie völlig abgeneigt und so fällt es schwer, dass man da auch neutrale Beobachter einfach sieht. Und mal schauen, was Elon Musk da präsentieren wird, zahlentechnisch, ob man da weiterhin im aufsteigenden Ast ist, ob man da positiv und entsprechend auch einen Gewinn im Quartal raushaut oder ob es wieder in die roten Zahlen rutscht. Aber schauen wir jetzt erstmal auf die nächsten Tage und was die Wirtschaftsdaten angeht. Erst- und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die hier um 14:30 Uhr in den USA veröffentlicht werden. Wie immer jeden Donnerstag quasi. Dann haben wir ein paar Daten aus Japan. Arbeitslosenquote, Verbrauchervertrag oder Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion. Das eben in der Nacht auf Freitag ist das schon. Und hier dann eben auch noch Freitag sehen wir in Frankreich das Verbrauchervertrauen und US-Daten, das BIP aus dem ersten Quartal, das Bruttoinlandsprodukt und Konsumklima der Uni Michigan 14:30 Uhr bzw. 16 Uhr. Dann die Unternehmensdaten. Ab morgen schauen wir uns die mal an. Was gibt es denn da noch? Interessantes 3M beispielsweise aus Amerika. Intel mit Daten, die ja auch neue 52-Wochen-Hochs gemacht haben. Starbucks, die ja auch eine sehr gute Kursperformance hingelegt hatten, wenn man sich das mal anschaut. Waste Management, also hier Müllentsorgung und so weiter. Ein paar Airlines, Southwest Airlines, Alaska Air haben wir gesehen, die da mit Zahlen auch aufwarten. Und wir haben über WWE, also World Wrestling Entertainment, gesprochen, am 25.04. auch hier Zahlen. Dann mal schauen, ob es das eben auch dazu führt, dass es einen Breakout gibt oder aber die andere Richtung eben gen Süden einschlägt, wenn die Zahlen veröffentlicht worden sind. Ja, so ein paar Aktien, die auch sehr stark waren in der letzten Zeit mit Daten. eHealth zum Beispiel, eine Aktie, die sehr stark nach oben gegangen ist. Amazon auch morgen mit Zahlen. Also kann man sich hier nicht beschweren, dass nichts los ist, was Unternehmensdaten angeht. Sowohl in Amerika als auch hier in Europa. Da sehen wir die UBS morgen, die TAG, die Kion, Takt, Nokia, Wacker Chemie, die Bayer, Trägerwerke. Bayer hat, glaube ich, am 26.04. auch die Hauptversammlung. Wirecard habe ich ja schon angesprochen, morgen. Amadeus Fire haben wir vorhin als Chart gesehen. Und
einiges, was da eben noch los ist. Abschließend am Freitag Deutsche Bank, Daimler, Puma oder Europa, Frankreich, nämlich Sanofi beispielsweise mit Zahlen. Hauptversammlung, hier sehen wir es, morgen SAF Holland, dann am Freitag die Bayer, die Conti, die Merck und die GEA Group, die hier also Hauptversammlung haben. Und das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, erfolgreiche Trades und erfolgreiche Investments und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.